Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wünsche euch einen zauberhaften Montagabend. Heute ist Montagmorgen. Ich wünsche euch einen zauberhaften Montagabend. Ich habe heute eine neue Runde High-End vs. Drogerie-Dupes. Ich habe jetzt eine ganze Weile nach Produkten gesucht, die mehr oder weniger neu sind, die ich schon eine Weile getestet habe. Ich mittlerweile weiß, dass es wirklich sehr, sehr gute Dupes sind. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Freunde, es sind einige Produkte hier, die ihr schon kennt. Ich glaube aber, dass ihr die Produkte in dieser Kombination noch nicht kennen werdet. Und das ist immer das Spannende bei diesen Videos. Es sieht am Ende einfach meistens 1:1 genau so aus. Ich will damit niemandem sagen, ihr müsst euch die High-End-Version kaufen, nur damit ihr die High-End-Version habt. Ich sage aber auch natürlich niemandem, ihr müsst euch die Drogerie-Version kaufen, weil High-End schlecht ist. Jedes Produkt hat seine Vor- und Nachteile. You do you. Das als kleinen Disclaimer, weil ich unter solchen Videos recht häufig Nachrichten bekomme, was ich mir denn dabei gedacht habe. Aber wir wollen keine Bad Vibes verbreiten. Freunde, ihr könnt sehen, ich habe noch nichts im Gesicht. Es ist noch sehr, sehr früh. Mein Gesicht ist noch ein bisschen unförmig. Ich drücke das ganz gerne immer. Das ist total schwierig bei mir. Aber ich drücke immer mein Gesicht so. Und dann gehen die Lymphe weg. Ich habe morgens ein Problem mit einem geschwollenen Gesicht und ich glaube, dass dieser Kragen hier mir nicht viel Gutes dabei tut, dass mein Gesicht sich ein bisschen von meinem Oberkörper abtrennt. Freunde, ich bin sehr gespannt. Und zwar möchte ich anfangen mit Primer. Ich setze euch, falls ich die Produkte finde, unten in die Infobox. Die Drogerie-Version kriege ich nicht immer alle raus, weil meistens die Seiten das nicht zulassen. Aber ich möchte mit Primer anfangen. Und der Primer ist nicht ganz so Drogerie. Er ist aber eine günstige Alternative und ich finde eine bessere Alternative zu dem High-End-Produkt. Es geht einmal um den Becker First Light Priming Filter. Das ist dieses Schätzchen hier, das habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Tolles Produkt, riecht gut, tut gut, sieht gut aus, kostet gut. Auf der anderen Seite habe ich hier von How Cosmetics das Indigo Child Pearl Shine Elixir. Freunde, dieses Ding habe ich euch schon so, so oft gezeigt. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Es ist eine deutsche Marke, ganz, ganz tolle Jungs. Ich gebe mir die Drogerie-Seite hier oder die günstige Seite hier auf die linke Seite. Skincare in Make-up. Es ist ein bisschen Duftstoff mit drin, aber ganz, ganz zart. Es ist genauso wie das Becker-Ding. Und ihr könnt sehen, ich habe sofort so einen leichten, lilanen Glow auf der Haut, der eurem Gesicht so einen schönen, frischen Kick gibt. Dieses Zeugs, ich weiß nicht, was die Jungs da reingemacht haben. Ich setze euch das unten in die Infobox. Ich habe da auch einen Code, das ist ein Affiliate-Code. Die Haut wird gepflegt. Das ist ganz krass. Ich gebe mir das Ding auch gerne abends rauf. Ich habe aber mittlerweile auch eine Creme von denen. Die ist jetzt da hinten. Schaut auf jeden Fall mal bei der Seite vorbei. Das sind tolle Jungs, tolle Produkte und aus Deutschland. Und im Moment wollen wir ja auch Kleinunternehmen unterstützen. Auf der anderen Seite den Becker First Light Priming Filter. Den kennt ihr auch schon. Auch der ist gut. Auch der ist lila. Auch der hinterlässt das sehr... es war ein bisschen viel. Auch der hinterlässt so einen leichten, lilanen Touch auf der Haut. Und gibt damit so einen frischen Kick in euer Gesicht. Also ihr seht schon, beziehungsweise ihr seht es nicht. Es ist kein Unterschied auf der Seite. Hier ist es glowy und lila, hier ist es glowy und lila und eure Haut wird einfach so, ja, strahlen. Das Ganze lassen wir so ein bisschen einziehen und wir machen mit Foundation weiter. Und zwar habe ich da zwei Foundations und ich habe es in den letzten Videos schon oft angesprochen. Ich habe hier einmal die Forever Skin Glow Foundation, meine absolute Lieblings-High-End-Foundation, weil sie einfach wunderschön auf der Haut aussieht. Sie hält mega, mega lange und weiß ich nicht. Man merkt schon, dass sie gut ist. Sie riecht nach sehr, sehr viel Geld. Sie kostet auch viel Geld, aber das Geld lohnt sich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite habe ich jetzt recht neu, aber ich habe es die letzten Tage auch im Vergleich getestet, die Wet n Wild Dewy Foundation. Vom Finish her beide gleich. Normalerweise würde ich auf die Wet n Wild Seite so ein bisschen Pore Filling betreiben. Möchte ich jetzt nicht, weil ich möchte jetzt hier nicht noch ein drittes Produkt irgendwie mit reinbringen. Farblich könnte das Ganze so ein bisschen off sein, Freunde. Aber das ist ja auf meinem Kanal mittlerweile schon Standard. Ich würde den Kragen gerne mal ein bisschen wegmachen. Geht das? Ich finde, so sieht das ein bisschen besser aus. Dann trennt sich mein... dann sieht man einen Unterschied. Okay, auf die... das war die Drogerie. Okay. Auf die High-End-Seite geben wir die Dior Forever Skin Glow Foundation.
die kennt ihr schon und viele von euch, das ist immer das schönste Kompliment, was man mir macht, wenn mir Leute auf Instagram schreiben, hey, ich habe das und das Produkt nachgekauft, weil du es empfohlen hast. Bin mal gespannt, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Produkte habt ihr auf meine Empfehlungen hingekauft und mit welchen seid ihr zufrieden? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil das ist eine schöne Sache, einfach um zu sehen, okay, ist meine Meinung oder mein Empfinden, wie kommt das bei der Masse an und funktioniert das auch bei einigen Leuten? Das ist natürlich bei Make-up immer schwierig. Make-up funktioniert nicht bei jedem. Die Foundation funktioniert bei mir auf jeden Fall. Ist jetzt sehr hell, ich weiß, Freunde, aber wir judgen nicht über Farbe. Wir haben Bronzer, wir haben Puder, wir haben alles Mögliche. Und sie oxidiert tatsächlich. Also das ist ein kleiner Tipp. Die Dior Foundation oxidiert ungefähr eine Nuance, eher so ein bisschen peachy. Also die wird nicht gelb, sondern sie wird eher ein bisschen peachy. Das passt bei mir ganz gut. Ging super, super schnell einzuarbeiten. Zack, boom, fertig. Und wir haben so einen leichten Glow auf jeden Fall mit drin. Auf der anderen Seite nehmen wir die Wet n Wild Foundation. Die ist ein bisschen dunkler. Ein bisschen. Und auch die arbeiten wir hier schön ein. Die hatte ich euch neulich in einem Video gezeigt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich verlinke euch das einmal hier in dieser Ecke. Tolle Foundation. Wird für einige vielleicht aber etwas zu glowy sein. Aber das ist genau dasselbe wie hier auf der Seite. Es gibt beide Foundations auch in matt. Ich habe die Dior matt Version leider nicht mehr. Ich habe die irgendwann mal wieder zurückgebracht, weil ich die damals ganz schrecklich fand. Und die saß einfach nicht schön auf meiner Haut. Und auch hier könnt ihr sehen, abgesehen vom farblichen Unterschied, haben wir auf beiden Seiten einen wunderschönen Glow. Kommen wir zu dem Concealer, Freunde. Und auch hier habe ich jetzt das Ganze eher per Zufall entdeckt. Und zwar habe ich auf der High-End-Seite den Joy High Essential Coverage Concealer. Toller Concealer, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe hier ein bisschen Wimpernkleber dran. Boah, disgusting. Der hat eine sehr hohe Deckkraft, was wir brauchen. Und er trocknet recht schnell an. Auf der anderen Seite den Wet n Wild Concealer. Auch der ist, oh, ich habe das Füßchen raus, also ich habe diesen Stöpsel hier rausgemacht und jetzt ist da immer sehr, sehr viel. Auch der ist, ich würde es fast ein 1:1 Dupe nennen. Von der Cremigkeit des Concealers, vom Finish auf der Haut, na, vom Preis definitiv nicht, aber vom Effekt auf der Haut. So nicht ganz matt, man müsste sie nicht setten, aber man kann, also ich mache es auf jeden Fall. Abgesehen vom Preis, ne? Also das ist natürlich ein Riesenunterschied. Sind das zwei sehr, sehr gute Produkte. Ich habe jetzt auch probiert darauf zu achten, euch Produkte hier mit reinzunehmen, die alleine auch schon gut sind. Ich finde, das ist immer ein bisschen doof, wenn ich Produkte nehme. Ja, oh Gott, ich habe gerade schon wieder gedacht, ich bin auf der falschen Seite. Es ist immer doof, wenn ich euch Produkte zeige, die einzeln nicht gut sind. Und dann in so ein Video mit reinnehme. Ich drehe jetzt auch den Schwamm auf die noch halbwegs saubere Seite und blende den Wet n Wild Concealer aus. Der hat etwas mehr Deckkraft, aber es wirkt natürlich jetzt auch etwas anders, weil einfach die Farbe dort ein bisschen anders ist und das besser zu meiner Hautfarbe passt. Eigentlich hätte ich daraus eine Challenge machen müssen, wo ich euch nicht sage, welches Produkt ich nehme und immer diese Szene, wo ich das auftrage, rausschneide. Und ihr hättet am Ende raten müssen, welche Seite die High-End und welche Seite die Drogerie ist. Falls ihr so ein Video mal sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich das. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Warum kam ich da noch nicht drauf? Okay, also abgesehen von den Farben, I see no difference here. Ich lasse das Ganze kurz so ein Momentchen antrocknen und möchte ganz kurz über die Puder sprechen. Ich habe hier einmal von Manhattan das Soft Loose, Soft Matte Loose Powder Mattifying in der Farbe 2 Beige. Davon gebe ich mir ein bisschen in meinen Deckel, gehe hier einmal nochmal rüber. Das Ewigkeiten nicht mehr benutzt, das Puder. Und damit sette ich so ein bisschen mein Under Eye, aber wirklich auch nur mein Under Eye. Doch, ich glaube, ich mochte das, weil das hatte so eine schöne rosane Farbe, so ein bisschen gräulich, ein bisschen rosa, aber es settet ganz gut den Concealer tatsächlich. Ich gehe hier auch gleich über mein Augenlid rüber und es sieht sehr, 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 sehr weich gezeichnet dort aus. Auf der anderen Seite nehmen wir das Chanel Puder. Das ist das Poudre Universel Libre Natural Finish Loose Powder. Und das mag ich nicht. Also ich mag es vor allen Dingen unter den Augen nicht. Irgendwie, es sieht am Anfang mega aus, aber sobald man dann eine Stunde aus dem Haus ist, creased das. Und ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass ein Puder creased. Wo ich das sehr, sehr gerne mag, ist über meinem Gesicht. Also komplett all over meinem Gesicht, weil da creased nichts. Aber unter den Augen ist das nicht unbedingt mein Favorite. Ich habe das jetzt hier einfach mit in das Video genommen, weil ich euch ein anderes Dupe zeigen möchte zu einem Produkt, was ich glaube, was euch sehr, sehr interessieren wird. Denn es ist sehr teuer für ein Puder und das andere ist sehr, sehr günstig. Und der Effekt auf meiner Haut ist nahezu identisch. Also ich persönlich würde keinen Unterschied mehr feststellen, wenn ich die Produkte
blind benutzen würde. Auch das könnte ich eigentlich mal machen, aber da bräuchte ich Danny für. Vielleicht gibt Danny mir immer die Produkte und ich muss die Augen zu haben und dann muss ich raten, welche Seite die richtige Seite ist. Auch hier, ihr seht, die Farbe ist natürlich wieder ein bisschen unterschiedlich. Hier auf der günstigeren Seite ist es ein bisschen heller, weil das Puder etwas weißlicher ist. Das Chanel Puder ist etwas gelblicher, passt aber demnach auch ganz gut hier so zu meiner Base. Und ich gehe damit hier wirklich nochmal schön lang, weil es creased sonst. Ich drehe den Schwamm wieder. Und jetzt, Freunde, wird gesettet. Und zwar das restliche Gesicht. Und da habe ich echt lange gesucht, beziehungsweise es ist mir nie so aufgefallen, bis ich es wirklich mal Side by Side probiert habe. Und zwar, ihr wisst, eins meiner absoluten Lieblingspuder, und ich weiß, ich werde jedes Mal dafür gelyncht, ist das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Puder. Ich habe es in der 1, das ist die helle Version. Toll. Ein tolles Puder. Irgendjemand meinte zu mir neulich, dass das Nabla-Puder, das Smoothing Pressed Powder, auch ein Dupe dazu sein soll. Das kann ich euch nicht sagen. Ich finde, das Nabla-Puder ist ein bisschen pudriger. Das Charlotte Tilbury liegt weicher auf der Haut. Ich habe jetzt hier auch eine ganz andere Farbe. Aber was ich verdächtig fand, ist, dass die Nabla-Puder in derselben Farbreihenfolge, also in drei verschiedenen Farben, zu verkaufen waren, genauso wie die Charlotte Tilbury Puder. Könnte dafür stehen, dass das Ganze in derselben Firma produziert wird und diese Firma nur drei verschiedene Pudervarianten herstellt. Aber ich habe eine andere Idee. Und zwar, ich gebe jetzt mit einem fluffigen Pinsel einfach hier über mein Gesicht und sette ganz, ganz leicht. Ich möchte nämlich, dass so ein ganz leichter Glow recht schnell durchkommt. Natürlich nehme ich jetzt Glow weg. Das werde ich oft gefragt, warum pudere ich denn so viel? Ich pudere, damit es fixiert ist, aber ich benutze Produkte drunter, die nach 1, 2 Stunden, wenn ich dann wirklich das Haus verlassen sollte, dann durchscheinen. Und hier weiß ich, ich gebe es einfach rüber, das fixiert und es smoothed. Hier seht ihr, es ist noch glowy und dann drehe ich meinen Kopf und es ist wirklich schön matt. Tolles Produkt, sieht schön auf der Haut aus, tut sehr weh im Portemonnaie. Kleine Reimstunde mit Maxim Giacomo hier heute. Auf der anderen Seite, Freunde, Wet n Wild. Das ist das Pressed Powder, Photo Focus Powder. Das gibt es in mehreren Farben. Ich habe das in der Farbe Natural Beige und das gebe ich mir hier rüber. Das ist ein bisschen dunkler jetzt, aber vom Finish her finde ich das. Ich weiß nicht, ob ich es schöner finde. Es sieht natürlicher auf der Haut aus nach einer Stunde. Wobei, es sieht gleich aus. Es ist kein Unterschied zu sehen. Ich finde es bei Pudern immer eh relativ schwierig, einen Unterschied für die Kamera vorzustellen. Ich zeige euch das Ganze natürlich auch gleich nochmal von Namen. Aber ja, sieht gut aus. Ihr könnt jetzt einen Unterschied sehen. Auf der High-End-Seite war der Concealer etwas deckender. Das fällt jetzt natürlich auch auf in Kombination mit dem Puder. Hier seht ihr den leichten Augenschatten etwas mehr. Aber ganz ehrlich, nicht so schlimm. Hätte ich Color Correction drunter gemacht. Na, es ist immer so eine Gratwanderung. Okay, auf der einen Seite habe ich jetzt bestimmt schon 300 € in meinem Gesicht, auf der anderen Seite vielleicht 50. Dann habe ich immer noch 250 € mir einen Color Corrector zu kaufen, um das gleiche Ergebnis zu haben. Wisst ihr, was ich meine, was ich euch damit so ein bisschen nahe bringen möchte? Es geht bei Make-up nicht darum, ich habe das teuerste oder ich habe das günstigste Produkt, sondern meine Aufgabe ist es, euch alle Produkte zu zeigen. Vorwiegend Drogerie, weil ich weiß, dass ihr hier für Drogerie seid. Aber wenn ihr ein High-End-Produkt haben wollt und ihr könnt es euch gerade nicht leisten, ihr wollt es euch nicht leisten, sehe ich es auch so ein bisschen als meine Aufgabe, euch die High-End-Version und die Drogerie-Version zu zeigen. Am Ende entscheidet ihr immer, kauft ihr ein Produkt oder kauft ihr es nicht. Ich zeige euch einfach nur auf beiden Seiten, wie es aussieht. Freunde, und weiter geht es mit Blush. Ich habe vor bestimmt 2 Jahren meinen ersten Blush gekauft, meinen ersten High-End-Blush, und das ist der Kevin Aucoin Soft Coral Ariana Blush. Tolles Produkt. Wunder, wunderschön. Die Farbe ist einmal wirklich ein schönes, softes Coral Peach. Ich habe Hit the Pan. Und wenn ich Produkte habe mit Hit the Pan, wisst ihr, dass ich sie liebe und ich kann mich davon nicht trennen. Pinsel nimmt gut Pigment auf. Ich klopfe einmal ab und platziere mir das hier. So ein wunderschöner Ton. Ist die richtige Seite? Ja. So ein wunderschöner Ton. Soft, glamorous, nicht zu viel. Vor allen Dingen, wenn ihr heller seid, ist das eine tolle Farbe. Ich baue mir den ein bisschen auf, weil
Bei mir sieht man natürlich jetzt in der Kamera nicht ganz so viel. Ihr seht es, es ist eine schöne, softe Korallfarbe. Ich weiß nicht, was diese Blushes kosten. Ich glaube 27 Euro oder so. Es sieht schön aus, vor allen Dingen in Kombination mit dem Channel Tilbury Puder. Ich habe das Ganze auch schon einmal durchgespielt am Wochenende, um zu gucken, wie sieht das auf der Haut wirklich aus. Schöne Farbe, sehr natürlich, lässt sich gut ausblenden. Auf der anderen Seite habe ich ein recht neues Produkt und das ist die BH Vanilla Cream Truffle Blush Palette. Da sind vier verschiedene Blushes drin. Es gibt mehrere Versionen davon. Ich habe jetzt die Vanilla Cream Truffle Palette genommen, denn diese beiden Farben hier in Kombination, vor allen Dingen eher diese hier, ist exakt dieselbe Farbe wie hier. Ich gehe jetzt hier leicht rein und hell das ein bisschen auf, klopfe das ab und trage mir das dann hier auf. Und das baue ich mich hier genauso auf. Und wir haben exakt dieselbe Farbe. Die Palette kostet 12 Euro und ihr habt vier Farben mit drin. Ich gehe damit auch gleich hier so ein bisschen über meine Augen. Seht ihr den Unterschied? Ein bisschen. Der ist etwas mehr aufgebaut jetzt. Ich baue jetzt hier nochmal so ein bisschen auf. Und jetzt, glaube ich, sieht man keinen Unterschied mehr. In meinem Gesicht. Was fehlt? Highlighter. Und zwar habe ich ein Highlighter von Benefit, das ist der Dandelion. Don't come at me again. Ich habe letztes Mal Dandelion gesagt. Ich nehme denselben Pinsel, weil einfach ein bisschen Blush noch mit dran ist. Der ist sehr, sehr wet. Toller Highlighter. Sehr hell. Muss man so ein bisschen aufbauen, dass er rauskommt. Ich habe natürlich jetzt auch keinen Highlighter-Pinsel. Aber es ist so ein softer Highlighter, den kann man aber auch wirklich gut aufbauen. Ich nehme jetzt aber einen anderen Pinsel für die andere Seite gleich, einfach, dass sich die Highlighter nicht mischen. Der ist eher ein bisschen heller und wenn man den nass macht, ist der schön. Der ist wirklich subtil. Manche von euch mögen es aber sehr, sehr gerne, wenn es etwas softer ist auf dem Gesicht. Can't relate. Ich mag es wirklich gerne ein bisschen blinding. Und auf der anderen Seite nehme ich von Morphe den High Impact Highlighter in Extra. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger und trage mir den auf. Und auch der ist schön. Und vom Finish her 1 zu 1. Hier ist etwas großflächiger jetzt verteilt und ein bisschen weicher ausgeblendet. Das mache ich jetzt hier auch. Aber das Finish auf der Haut ist gleich. Also da sieht man keinen Unterschied mehr. Ich gehe jetzt hier auch so ein bisschen über meine Augenbraue. Und Freunde, so ist die Base einmal drauf. Ich hole euch ein Stückchen näher ran und dann machen wir was auf die Augenbrauen. So seid ihr wunderschön nah dran. Freunde, auf die Augenbrauen keine Überraschung. Einmal hier die Benefit-Seite. Mag ich total gern. Ich benutze im Moment aber eher den von Tarte. Ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt hier die Farbe 03 und euch ist es auch schon aufgefallen. Meine Augenbrauen haben sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ich mache weniger Produkt in meine Augenbrauen und embrace eher so ein bisschen meine natürliche Brauer. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich finde, bei Augenbrauen ist es immer so. Da tendiere ich auch selber eher dann euch Sachen zu empfehlen, die in der Drogerie vorhanden sind, weil so ein Augenbrauenstift ist halt recht teuer. Gute Alternative dazu von Catrice, der Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Kriege ich einmal durch. Den habe ich in der Farbe 30 Dark. Und auch hier gehe ich so ein bisschen durch. Der ist etwas pigmentierter und etwas cremiger als der von Benefit, also da muss man etwas vorsichtiger sein. Freunde, und auch hier, ist ein Augenbrauenstift, ne? Da ist nichts falsch. Okay, der letzte Schritt, Freunde, ist tatsächlich schon Mascara. Ich habe eine Entscheidung getroffen und zwar ist es sehr, sehr schwierig. Ich habe es bei den Jeffree Star Videos gesehen und bei den Hermes Videos. Wirklich 1 zu 1 Dupes zu Lidschatten. Lidschatten ist einfacher als Lippen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, Dupes dazu zu finden. Es gibt Dupes zu Lidschattenpaletten, die ähnlich aussehen, aber mir ist es einfach noch nicht untergekommen, dass wir 1 zu 1 dasselbe Ergebnis haben. Es ist ähnlich. Ich habe es euch bei der Bloodlust-Palette gezeigt. Wenn wir mal die Bloodlust-Palette gegen die von Revolution, dieses Colorbook, antreten lassen. Am Ende kriegt ihr einen ähnlichen Effekt hin. Die Color Story ist selber, aber Dupes dazu ist schwierig. Was ich aber habe, ist Dupes zu Mascaren. Und so könnt ihr die Mascara auch wirklich einmal wirklich gut sehen. Auf der Seite habe ich hier einmal von Milk Makeup die Kush Mascara. Auf der anderen Seite die Bye Bye Panda Eyes von Essence. Preislich bestimmt 30 Euro Unterschied. Ist halt. Ne? Können wir die Lashes? Auf die Seite gehe ich mit der Milk Mascara rein. Das Bürstchen ist recht dick und recht groß. So sieht das
Bürstchen einmal aus. Ich streife da immer Produkt ab, weil ich nicht so viel Produkt haben möchte. Und ich muss aufpassen. Im Moment rutsche ich mit Mascara gerne ab. Ist eine gute Mascara, kann man nicht anders sagen. Aber auch bei Mascara bin ich im Moment so, muss sie denn so teuer sein? Sie macht auf jeden Fall sehr, sehr schöne Wimpern. Ich habe nicht so schöne Wimpern, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Aber sie sieht schön auf den Augen aus und ich glaube, dass sie vielen von euch auch gefallen könnte. Auf der anderen Seite nehme ich von Essence die Bye Bye Panda Eyes Mascara. Die ist recht neu und das Bürstchen ist fast dasselbe, außer dass bei Milk die Spitze etwas spitzer ist. Hier ist sie ein bisschen runder, finde ich jetzt aber nicht schlimm. Und hier gehe ich auch einmal durch. Das Schöne bei der Mascara ist, die krümelt nicht. Die ist nicht wasserfest, die ist aber smudge-proof. Also sie verwischt nicht und sie bröckelt nicht runter. Ihr könnt sehen, die Milk Mascara hat es ein bisschen länger gemacht und ein bisschen klumpiger. Mir gefällt das Ergebnis auf der Essence-Seite aber persönlich besser, weil es natürlicher ist. Ich bin nicht so ein Fan von diesen extrem dicken Wimpern. Ich trage im Alltag eine ganz, ganz dünne Schicht Mascara, meistens nur auch einfach damit das Puder nicht mehr so sichtbar ist in meinen Wimpern. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit der einen High-End-Seite gegen die Drogerie-Seite. Freunde, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Fällt euch ein Unterschied auf? Jetzt im Gesamtergebnis. In den einzelnen Schritten bestimmt immer, aber im Gesamtergebnis nope. Eigentlich nicht. Ja, okay, die Benefit-Augenbraue ist ein bisschen feiner, sieht nicht ganz so aufgemalt aus wie die von Essence, aber wie die von Catrice. Aber wenn ich hier nochmal ein bisschen durchgehe und das Ganze ausblende, tell me. Where's the difference? Weil ich glaube, beim einzigen Unterschied, wo man es wirklich sieht, ist die Mascara. Beim Rest ehrlich gesagt gar nicht. Ich setze euch die Produkte, die ich finde, einmal unten in die Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Schreibt mir gerne eure Meinung zu High-End vs. Drogerie. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.